Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 24, Mitteilung des Landeswahlleiters. Der Landeswahlleiter Dr. Kante ist bei uns auf der Tribüne. Ich begrüße ihn. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, es gibt keine Wortmeldung zu dem Punkt. Dann schließe ich die Aussprache. Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. Ja. Ja, also, meine Damen und Herren, ich habe keine Wortmeldungen hier und habe eigentlich die Aussprache geschlossen. Ja, also meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal ein bisschen ab und zu. Ach, guck mal. Nein. Jetzt ist doch offen. Also, jetzt eröffne ich die Aussprache wieder. Ich würde für die Zukunft einfach empfehlen, dass man sich rechtzeitig zu den Tagesordnungspunkten meldet. Damals ist damals und heute ist heute. Heute sitze ich hier oben. So, dann Frau Kollegin Kathi Walde, darfst du auch sofort? Ja, er ist ja aus dem Kreis Offenbach. Gut, auf, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Das Volksbegehren Verkehrswende hat die erste Hürde genommen. 70.232 Unterschriften sind auf den Bögen gesammelt worden. Knapp 10.000 Menschen sind Ende August über die A66 zum Verkehrswendefestival nach Wiesbaden geradelt, um die Unterschriften zu übergeben. Dazu gratuliere ich den Initiatorinnen und Initiatoren herzlich. Anfang September hat der Landeswahlleiter bestätigt, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 43.728 Unterschriften erreicht worden sind. Und die Pressestatements der Opposition ließen nicht lange auf sich warten. Die FDP wertete es als Schlag ins Gesicht des Ministers. Tarek Al-Wazir könne viel mehr umsetzen, wenn die Grünen nur wollten, sagte DIE LINKE. Und die SPD krummelt in ihrem Antrag heute Morgen, dass die richtungsweisenden Ideen nicht vom Verkehrsministerium kommen. Schöne Worte, liebe Opposition, aber so einfach ist es dann halt doch nicht. Denn wofür haben die 72.000 Menschen denn unterschrieben? Für die Änderung des Straßengesetzes oder des ÖPNV-Gesetzes? Das verstehen doch nur die Insider. Nein, mit ihrer Unterschrift fordern sie die Beschleunigung der Verkehrswende und damit mehr von unserer Politik, liebe Damen und Herren. Im Grunde lassen sich die Forderungen auf drei herunterbrechen. Flächengerechtigkeit oder die Neuverteilung des öffentlichen Raums, Verkehrssicherheit mit null Verkehrstoten, Mobilität als Daseinsvorsorge und Voraussetzung sozialer Teilhabe. Dinge also, an denen wir als Landesregierung seit 2014 konsequent arbeiten und mit sichtbarem Erfolg. Unsere Flatrate-Tickets, Schülerticket, Landestickets, Seniorenticket, die Jobtickets und die Semestertickets erreichen mittlerweile über die Hälfte der Hessinnen und Hessen. Der Ausbau der Schieneninfrastruktur geht durch das Programm Frankfurt Rhein-Main Plus endlich voran, nachdem Vorgängerregierungen die Schiene und den ÖPNV kaputtgespart haben, meine Damen und Herren. Die Radwege an Bundes- und Landesstraßen werden saniert, neu und ausgebaut. Wir reden hier von Gesamtinvestitionen zwischen 2014 und 2021 von 104 Millionen von Bund und Land. 2022 sind es noch einmal 28 Millionen. Das Verkehrssicherheitskonzept 2035 wurde auf unsere Initiative hin mit der Polizei und den Verbänden gemeinsam erarbeitet. Und ich könnte die Aufzählung noch lange fortsetzen. Doch das alles müssen Sie nicht anerkennen, liebe Opposition. Eine Erkenntnis kann ich Ihnen aber nicht ersparen. Zu den 72.000 Unterstützerinnen und Unterstützern des Volksbegehrens gehören auch Ihre Wählerinnen und Wähler. Auch Ihre Klientel wünscht sich eine Beschleunigung der Verkehrswende in Hessen. Und diese wird nicht nur im Landtag gemacht, sondern insbesondere auch in den Kommunen und Landkreisen. Knapp 88% der Radwege in Hessen befinden sich in kommunaler Verantwortung. Und auch die Organisation des ÖPNV ist als Folge der Bahnreform von 1996 eine Selbstverwaltungsaufgabe der hessischen Kommunen und Kreise. Und hier regieren Sie alle mit.
Wer die Verkehrswende also lauthals fordert, ist auch dazu aufgerufen, hier und vor Ort mitzumachen. Und da fehlt es bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Thema Infrastruktur. Keine Kommune wird gezwungen, eine Straße, die saniert wird, eins zu eins wiederherzustellen. Geld für Radinfrastruktur ist doch da. Unser Verkehrsminister hat zu Recht immer gesagt, dass kein Radweg am Geld scheitert. Wir unterstützen die Kommunen nämlich nicht nur beim Bau von Radwegen, sondern auch bei den Planungen. Über die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität unterstützen wir die kommunalen Verantwortlichen, bis das Projekt beendet ist. Aber die Anträge müssen aus den Kommunen kommen, also auch von Ihnen und von Ihren Parteien, liebe Opposition. Bei der praktischen Umsetzung der Verkehrswende helfen keine launigen Pressemitteilungen oder Tweets. Derzeit prüft die Landesregierung die Verfassungsgemäßheit des vorgelegten Gesetzentwurfs. Ungeachtet dessen werden sich die regierungstragenden Fraktionen mit den Vertrauenspersonen des Volksbegehrens zusammensetzen, und zwar schon heute im Anschluss des Plenums. Und ich freue mich auf die Gespräche, denn uns eilen die Ziele, und ich bin sicher, dass wir uns auch über den Weg zum gemeinsamen Ziel einigen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Danke schön. Vielen Dank, Kollegin Walter. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Naas. Stefan, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal Glückwunsch an die Initiatoren dieses Bürgerbegehrens. Das ist gesellschaftliches Engagement. Das schätzen wir als Freie Demokraten sehr. Um es deutlich zu sagen, es muss uns auch nicht immer zu 100% gefallen, aber es ist gesellschaftliches Engagement, es zu respektieren. Es ist nicht nur zu respektieren, es ist auch zu loben. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Es gibt nicht so viele Bürgerbegehren, die es bis dahin geschafft haben. Und Sie haben es ja eindrucksvoll geschafft, denn es wären ja nur 43.000 Unterschriften notwendig gewesen. Sie haben knapp das Doppelte, ich bin jetzt großzügig, knapp das Doppelte gesammelt, und das ist ein Erfolg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang lautet doch, wie konnte das passieren? Wie konnte das der Landesregierung, die ja auch natürlich immer im steten Kontakt mit entsprechenden Gruppen ist, eigentlich passieren? Und wie konnte es vor allem Tarek Al-Wazir nach so vielen Jahren im Amt des Verkehrsministers passieren, dass es hier eine solche gesellschaftliche Bewegung gibt, die ja offensichtlich gegen die Arbeit, seine Arbeit gerichtet ist? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist hier wirklich in der Tat die entscheidende Frage. Und das werden wir morgen an anderer Stelle, wir diskutieren ja fünfmal über den ÖPNV in diesem Plenum, dann auch diskutieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde viele Forderungen, das interessiert Sie ja auch, viele Forderungen dieses Bürgerbegehrens sehr gut. Also die Sicherung der Schulwege, die Zählstellen, Open Data, die Mobilitätsplattform, auch die Stärkung des Fußverkehrs, das haben wir ja auch schon in der Enquetekommission erlebt, wo wir ja auch Personen, die den Fußverkehr repräsentieren, auch eingeladen haben. All diese Forderungen finden wir gut. Und ich finde es auch besonders gut, dass Sie aus einem alten Gesetzentwurf von uns abgeschrieben haben, nämlich dem Radschnellweggesetz, dass wir nämlich die Radschnellwege in die Zuständigkeit des Landes überführen wollen. Das steht in dem Bürgerbegehren, lieber Herr Minister. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben. Ich fand es bemerkenswert. Das ist direkt von der FDP abgeschrieben, Frau Kollegin Müller. Und es geht sogar so weit, dass die Rückausnahme, nämlich die Übertragung auf die Kommunen im Einzelfall, auch das ist von der FDP abgeschrieben. Insofern sind wir Teil dieses Bürgerbegehrens. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen, wir unterstützen nicht alle Forderungen. Wir hätten auch diese Unterschriften nicht über die Autobahn nach Wiesbaden transportiert. Wir werden uns auch nicht an die Straße kleben, und wir werden auch uns nicht an einem Feldzug gegen das Auto beteiligen. Das tun Sie nicht alle, aber das tun einige von Ihnen. Und deswegen will ich es klar sagen. Und weil der Minister ebenso schön Georg Leber angesprochen hat, Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister,
und die 20 Kilometer bis zur nächsten Autobahn. Ich sage Ihnen, ich fahre immer noch sehr gerne auf seinen Auf- und Abfahrten und bin froh, dass wir diese Grundmobilität in Deutschland nach wie vor haben. Das heißt aber nicht, dass wir andere Mobilität nicht auch stärken müssen. Und damit bin ich beim Punkt. Wir sind eine Mobilitätspartei. Wir wollen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns alle zusammen für mehr Radwege, Frau Kollegin Müller, besseren Fußverkehr und insgesamt mehr Mobilität in Hessen engagieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abg. Gagel, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete und verehrte Vertreter des Bürgerbegehrens. Auch wenn wir inhaltlich überhaupt gar nicht einverstanden sind mit den Inhalten Ihres Gesetzentwurfs, muss ich dennoch hier konstatieren, herzlichen Glückwunsch, Sie haben etwas geschafft, was wenige Bürgerbegehren überhaupt in Hessen jemals geschafft haben. Sie haben diese erste Hürde genommen und zu diesem Erfolg zolle ich Ihnen meinen Respekt. Inhaltlich muss ich allerdings konstatieren, und der Herr Verkehrsminister hat es vorhin schon gesagt, es ist letztendlich Rückenwind insgesamt für die hier anwesenden Verkehrswendeparteien. Und im Grunde genommen sind von den 6 Fraktionen hier 5 Verkehrswendefraktionen, nur eine nicht, und das sind wir. Wir sehen in der Tat keine Notwendigkeit für eine extra formulierte, von oben herab verordnete Verkehrswende per Gesetz, sondern wir sehen die Bevölkerung, den Bürger im Zentrum der Interessenslage und letztendlich sehen wir den Bürger als denjenigen, der die freie Entscheidung für ein Verkehrsmittel eben fällt und sagt, ich entscheide mich für dieses oder für jenes Verkehrsmittel. Ganz bewusst. Selbstverständlich ist es so, dass Mobilität sich weiterentwickelt. Das ist gar keine Frage. Auch wir sind dafür, den ÖPNV zu stärken, dass er investitionsfähig bleibt und ihn dort insbesondere auszubauen, wo er sich lohnt. Auch wir sind dafür, Fahrradwege zu bauen, dort, wo dieses Ansinnen aber nicht in Konflikt kommt mit anderen Verkehrsflächen, die in Konkurrenz miteinander stehen. Das heißt also, wir können uns überhaupt gar nicht damit anfreunden, Verkehrsflächen in den Städten wegzunehmen, wie wir es in allen hessischen Städten sehen, wo wir ehemals vierspurige Straßen hatten, heute jetzt nur noch zweispurige Straßen und eine riesengroße reservierte Fahrradspur, auf der man insbesondere bei Regen oder in Winterzeiten niemand sieht und sich links auf der Verkehrsfläche eben die Autos stauen. Ich hatte es ja eingangs schon vorhin gesagt, als wir den SPD-Antrag beraten haben. Insofern sehe ich diesen Gesetzentwurf irgendwo als trojanisches Pferd. Die Ansinnen, die in dem Gesetzentwurf hier beschrieben werden, dass es sozialverträglich ist, dass es barrierefrei ist, dass es die Vision Zero geben soll, also es keine Unfalltoten mehr geben wird, soll und wird. Das klingt eine heile Welt. Es ist letztendlich aber Wunschdenken. Und insofern sehen wir das sehr kritisch inhaltlich. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich aufmerksam verfolgen, wie sich dieser Verkehrswende-Gesetzentwurf durch die Prüfungen der Verfassungsmäßigkeit und dann das weitere Prozedere abzeichnet. Wir sind auch sehr gespannt, sollte es denn tatsächlich zu einer Abstimmung, zu einem Volksbegehren kommen, wie dieser dann von der Bevölkerung Hessens abgestimmt wird. Und ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, dass dieser Gesetzentwurf bei den Bürgern in Hessen keine Mehrheit findet. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Aufgrund meines Vorredners lassen Sie mich wenigstens eins sagen. Es ist gut, dass es offenbar einen Konsens unter den demokratischen Parteien gibt, dass es im Bereich der Mobilität der Zukunft erhebliche Veränderungsbedarfe gibt und wir die gemeinsam gestalten wollen. Ich finde, auch das ist ja schon mal was Gutes für die heutige Debatte, meine Damen und Herren. Und in der Tat, ich habe es ja schon bei einem vorangegangenen Tagesordnungspunkt gesagt, will es an dieser Stelle auch tun, weil es in der Tat nicht so oft vorkommt, dass wir im Hessischen Landtag eine solche Mitteilung des Landeswahlleiters bekommen. Das ist, früher war es noch schwieriger. Es wurde ja verbessert und vereinfacht. Aber man erkennt auch aufgrund der Komplexität des Werkes, Frau Kollegin Walter hat es ja angesprochen, wahrscheinlich nicht jeder weiß, der auch unterschrieben hat, mit welchen Detailfragen sich der Gesamttext beschäftigt. Das ist ja auch etwas vom Gesetzgeber eigentlich gewollt, dass es so vorgegeben ist. Da kann man sicherlich auch noch mal eine Debatte darüber führen für die Innenpolitiker, ob sozusagen es in diesen Verfahrensfragen auch noch Veränderungen braucht. Aber es ist in der Tat eine Leistung, und deswegen auch wiederhole ich das hier an dieser Stelle, ein herzliches Dankeschön den vor allem auch ehrenamtlich Aktiven in den unterschiedlichen Aktivitäten, in den Verbänden, in den Organisationen, die das entsprechend mit über 100 Veranstaltungen, 350 Sammelstationen und ähnliche mehr in ganz Hessen organisiert haben, dass sie diese Anzahl an Unterschriften, wir haben es ja eben schon gehört, 43.728 brauchen sie, 70.232 haben sie. Das zeugt entsprechend, dass es sozusagen wirklich ein Bedürfnis in der Bevölkerung gibt, dieses wichtige Thema für Zukunftsentwicklung in unserem Land zu diskutieren und Ziele auch gesetzgeberisch zu definieren, wo es Veränderungsbedarf braucht. Das, meine Damen und Herren, ist ein Erfolg der Verantwortlichen dafür und deswegen an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch dazu. Und unabhängig jetzt von sozusagen vielen Einzelpunkten, die in diesem Gesamttext stehen, zeigt doch das, was wir hier oft diskutiert haben, dieser vorgelegte Gesetzentwurf 1, den ernsthaften Versuch einer Beschreibung eines Gesamtkonzeptes, der die unterschiedlichen Verkehrsträger auch einzeln beschreibt in den Veränderungsnotwendigkeiten und nicht dieses, wir müssen hier mal was machen, wir müssen da mal was machen und dann reden wir auch noch mal über einen dritten anderen Punkt, sondern sozusagen eine strukturierte, systematische Anordnung. Unabhängig von dem, was man vielleicht zu einzelnen Themen diskutieren kann. Ich habe zum Beispiel in der Frage von auch Finanzbeziehungen zu den Kommunen, wenn man schreibt, da und da sind die Aufgaben der Kommunen. Wir haben etwas in der Hessischen Landesverfassung stehen, in der Frage von der finanziellen Ausgestaltung. Da bin ich sehr gespannt auf die 2 Monate auch Befassung durch die Landesregierung, um zu sagen, wo gibt es da vielleicht auch Diskussionen und wo können wir auch sozusagen inhaltlich etwas machen. Diese Diskussion werden wir führen. Ein Monat hat der Landeswahlleiter, hat die Landesregierung irgendwie Zeit, die Rechtmäßigkeit, dann 2 Monate bis sozusagen die nächste Stufe startet und dann 6 Monate für die nächsten. Also das heißt, wir haben jetzt auch eine Zeit vor uns noch, wo es nicht nur um Unterschriften sammeln wieder geht, sondern, das will ich auch jetzt an der Stelle sagen, wir die Zeit nutzen sollten für intensive Gespräche zwischen engagierter Bürgerschaft, dem Parlament, mit der Verwaltung und da zusammen den Versuch zu organisieren, dass wir eine gemeinsame Zielbestimmung hinbekommen. Wie soll Mobilität der Zukunft in Hessen aussehen? Wo braucht es welche Veränderungsnotwendigkeiten? Und Herr Wagner, weil Sie wieder rein, nur dazwischen gesagt haben, machen wir, machen wir, machen wir. Nein, auch wenn Kollegin Walter das eben schon wieder gesagt hat, den Aufwand, die viele Arbeit, die da dahinter steckt, würde sich niemand machen, wenn in Hessen noch alles zum Besten wäre und es laufen würde. Es zeigt doch, dass es Veränderungsnotwendigkeiten gibt und die Menschen dieser Landesregierung zeigen müssen, bewegt euch endlich, redet nicht nur drüber, sondern kommt wirklich in die Veränderungsprozesse und habt auch den Mut, das gesetzgeberisch auch mit anzupacken. Das ist, glaube ich, etwas, was auch eine Erkenntnis aus dieser Zulassung des Antrags auf ein Volksbegehren Verkehrswende in Hessen hier für uns hat. Da gibt es viele Baustellen. Ich will sozusagen da gar nicht der Debatte vorweggreifen. Ich glaube, wir haben alle dann auch in nächster Zeit noch vertieften gemeinsamen Austausch, sowohl mit den Initiatorinnen und Initiatoren, aber auch miteinander in der Enquete. Die Einladung, die ich eben ausgesprochen habe, dass wir da auch gemeinsam diskutieren, nicht nur seitens der Landesregierung, wiederhole ich hier an der Stelle. Ich will nur abschließen, dass ich es gut fand, dass am 28.08. dort die größten für den Verkehr zur Verfügung stehenden Infrastrukturen man genutzt hat, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, nämlich dass man über die Autobahn dahin gefahren ist,
weil er hat es auch einen Hinweis gegeben, wo wir bisher Platz und Mobilität hingeplant haben, und auf der anderen Seite zeigen, wo es vielleicht noch Veränderungsbedarfe geben. Ich finde, für das Bild ist das, Herr Dr. Naas, richtig und notwendig, dieses Signal auch zu setzen. Und wir gemeinsam diskutieren dann ja im Folgenden, was ist alles aus diesen Vorschlägen nachher in der nächsten Zeit herauskommt. Ich bedanke mich noch einmal für das Engagement und freue mich auf die Beratung, auf das es vielleicht in der Zwischenzeit wir gemeinsam auch etwas auf den Weg bringen, wo die Organisatoren auch nachher sagen, siehst du mal, der Landtag hat auch von alleine ein Gesetz auf den Weg beschlossen, und das ist eine gute Sache. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Nächster Redner, der Abgeordnete Dirk Bamberger, CDU-Fraktion. Dirk, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Rede des Kollegen von der AfD stelle ich fest, es gibt 5 Verkehrswende-Fraktionen und eine rückwärtsgewandte Fraktion in diesem Haus. Er hat es auch selber so gesagt. Also, Entschuldigung, das war anders so nicht zu verstehen, Herr Lambrou. Ich bin auch verwundert. Die AfD sitzt ja auch mit in der Enquetekommission Mobilität der Zukunft. Wenn Sie also diese Einstellung zu der Fragestellung haben, wie sich das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in unserem Land verändert und welche Anteile die Politik daran nehmen sollte, diese Prozesse zu unterstützen. Wenn Sie all das ablehnen, das wurde ja auch in der Enquetekommission an der einen oder anderen Stelle immer wieder sehr deutlich, dann frage ich mich, warum Sie sich überhaupt an der Enquetekommission der Mobilität zur Zukunft der Mobilität überhaupt noch beteiligen. Und Herr Gagel, also wenn Sie irgendwie Aufmerksamkeit die Diskussion verfolgt hätten, dann hätten Sie auch begriffen, dass es bei der Fragestellung Verkehrswende und Mobilität der Zukunft eben nicht darum geht, Verkehrsflächen wegzunehmen, sondern dafür zu sorgen, dass alle Verkehrsteilnehmer, ob man zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt, mit Bus oder Bahn unterwegs ist oder eben mit dem Auto, ob mit Verbrennermotor oder mit E-Motor, dass alle gleichermaßen die Möglichkeit haben, sicher ihre Strecken zurückzulegen. Und darum geht es auch bei der Fragestellung der Mobilität der Zukunft. Verkehrsflächen wegnehmen, das ist eine Umdeutung von Ihnen, die hier an dieser Stelle überhaupt nicht passt. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht auf Sie eingehen, weil das eh vergebene Liebesmühe ist. Ich möchte den Initiatorinnen und Initiatoren dieses Gesetzes recht herzlich gratulieren zu diesem großartigen Erfolg. Sie haben da wirklich etwas ganz Großartiges geleistet, das ist großartiges gesellschaftliches Engagement. Auch ich sage, inhaltlich gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt, über den müssen wir uns unterhalten. Und das ist auch das Entscheidende. Wir wollen uns mit Ihnen darüber unterhalten. Wir werden gucken, an welchen Stellen kommen wir zusammen. Sie haben es ja mitbekommen, in der Enquetekommission Mobilität der Zukunft sind wir schon eng an vielen Themenstellungen dran. Und wir nehmen Ihre Anregungen auf jeden Fall da sehr gerne noch mit auf und wollen uns da natürlich auch sehr intensiv mit Ihnen auseinandersetzen. Und das haben Sie erreicht, eine sehr intensive politische Debatte in diesem Hause. Und auch dazu herzlichen Glückwunsch, eine wunderbare Arbeit von Ihnen. Und dann möchte ich kurz noch auf Herrn Dr. Naas eingehen. Herr Dr. Naas, ich habe so das Gefühl, Sie springen gerade auf einen fahrenden Zug auf. Dieses Maß an, da oben ist er jetzt. Jetzt muss ich da oben hingucken, wenn ich mit Herrn Dr. Naas sprechen möchte. Und er hört mir nicht zu, ist gut. Dieses Maß an Offenheit für die Aspekte der Verkehrswende, Herr Dr. Naas, habe ich so in der Vergangenheit bei Ihnen nicht so vollständig feststellen können, muss ich wirklich sagen. Da hat mich Ihre Rede eben gerade doch sehr überrascht. Also die FDP springt hier auf einen fahrenden Zug auf. Das finde ich ein Stück weit auch unlauter und anmaßend. Und dabei will ich es auch bewenden lassen. Wir werden uns mit diesem Bürgerbegehren und mit diesem Gesetz intensiv befassen. Und das ist das Ziel der Übung. Und wie gesagt, noch einmal herzlichen Dank für Ihre Initiative. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Kollege Bamberger. Jetzt kommt der Kollege Axel Gerntke, Fraktion DIE LINKE. Ja.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Initiatorinnen und Initiatoren des Begehrens. Wenn man hier der Diskussion im Hause so zuhört, dann ist ja das allgemeine Credo. Wir gratulieren ganz herzlich zu Ihren Aktivitäten, aber in der Sache sind wir eigentlich nicht so sehr dafür. Also ich gratuliere ganz herzlich zu Ihren Aktivitäten und finde die Initiative und zwar vom Kern her und vom Geist her, wo sie hingehen soll, nämlich eine grundlegende Verkehrswende zu initiieren, das finde ich großartig. Und insoweit gratulieren wir aus inhaltlichen Erwägungen ganz herzlich dazu, dass es gelungen ist, dafür mehr als 70.000 Menschen per Unterschrift jetzt zu mobilisieren. Und das ist ja das erste hessenweite Begehren, das so weit gekommen ist. Aber wir haben in einzelnen Städten hatten wir ja auch schon ähnliche also Initiativen zur Verkehrspolitik, aber auch zu anderen Bereichen. Als Frankfurter bin ich zum Beispiel gezeichnet vom Mietentscheid. Da war es denn so, dass die Stadtregierung schon bevor der ganz eingereicht wurde, durch ihr Rechtsamt erklären ließ, dass es alles rechtswidrig ist, um dann hinterher anderthalb Jahre noch mal zu prüfen, ob es denn auch wirklich rechtswidrig ist. Das fand ich ganz erstaunlich. Und das Ergebnis war dann auch, es ist rechtswidrig. Gleichwohl ist Druck gemacht worden über dieses Verfahren damals. Und ich appelliere an die jetzige Regierung, nicht ein ähnliches Verfahren zu wählen, dass man in der Bürokratie sozusagen die Unternehmung hier versucht zu ersticken, sondern dass man den politischen Impuls aufgreift. Und der politische Impuls, das ist nicht, dass man ein paar mehr Fahrradwege baut oder dass man die Maßnahme X oder die Maßnahme Y irgendwie ein bisschen vielleicht auch ganz gut findet. Das ist nicht der politische Impuls, sondern der politische Impuls ist, dass es um eine grundlegende Verkehrswende geht. Und das heißt selbstverständlich, dass wir signifikant weniger Autokilometer zu fahren haben in der Zukunft und signifikant mehr über öffentlichen Nahverkehr, über Rad, über zu Fuß gehen oder über sonstige ökologisch vertretbare Maßnahmen. Also wenn Sie schon Zwischenrufe machen, dann bin ich so laut, dass ich darauf antworten kann. Also es ist leider nicht gelungen, dass Sie die Zwischenrufe so laut machen. Dann muss ich wohl mal kurz weitererzählen. Es geht um die Grundlogik, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und da ist es natürlich so, die Verkehrspolitik von Herrn Scheuer und seinen CSU-Vorgängern, die hat über Jahrzehnte das Auto gestärkt, und zwar nicht ganz herrschaftsfrei und technologieoffen, sondern zulasten der anderen Verkehrsträger ist das passiert. Und es ist eben nicht so, dass wir beliebige Ressourcen hätten, die wir jetzt irgendwie zusätzlich zu verteilen haben, sondern entweder wir machen das eine stärker, dann müssen wir das andere aber weniger stark machen. Das muss man politisch entscheiden. Wenn man natürlich wie Sie tief im Anus der Automobilindustrie hängt, dann ist es natürlich schwierig. Herr Kollege Gerntke, das war eine Formulierung, die weder parlamentarisch ist noch sonst wie. Das rüge ich ganz ausdrücklich. Schönen Dank auch. Ja, also es geht jedenfalls um diese Grundfrage. Und wenn man den Leuten jetzt versucht, ihr Sand in die Augen zu streuen, indem man sagt, es geht eben nicht darum, Ressourcen umzuverteilen, dann belügt man die Menschen. Und das, denke ich, kann keineswegs die Lösung sein, weil es im Interesse aller ist am Ende, dass wir zu neuen Formen der Verkehrspolitik kommen. Einerseits aus klimapolitischen und umweltpolitischen Erwägungen und andererseits aus der Erwägung heraus, dass alle Menschen einen Zugang zur Mobilität haben. Im Moment haben wir die Situation, dass weder das eine gewährleistet ist, alles höchst umweltschädlich, noch das andere gewährleistet ist, dass alle Menschen überhaupt die Möglichkeit bekommen. Und in beiden Fragen muss sich was ändern. Und da denke ich, dass dieses Begehren zur Verkehrswende vielleicht einen Impuls wirklich mal geben kann, dass umgedacht wird. Das kann nicht allein Hessen betreffen, sondern das muss auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene stattfinden. Aber die jeweilige Ebene darf sich eben nicht darauf zurückziehen, die anderen machen ja auch nichts, sondern wir müssen voranschreiten. Und insoweit noch einmal herzlichen Dank auch an die Initiatorinnen und Initiatoren. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Gerntke. Jetzt hat das Wort der Kollege Gagel, AfD-Fraktion.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Gagel hat noch 1:21. Ich würde Sie bitten, meine vernünftige Rechnung zu tragen und das so zu akzeptieren, wie ich das hier vortrage. Aber vielen Dank, dass Sie noch da sind. Bitte sehr, Kollege Gagel. Herr Präsident, Kollege Bamberger, um es noch einmal ganz klarzustellen, vielleicht haben Sie irgendwie nicht zugehört, aber um es noch einmal zu verdeutlichen, es gibt hier 5 Fraktionen in diesem Hause, die eine Verkehrswende von oben dirigistisch den Bürgern verordnen wollen. Und es gibt eine Fraktion, die hat Bürgerinteressen im Sinn. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Den wollte ich noch einmal ganz klar herausstellen. Und unser Motto, ich wiederhole es für Sie extra noch einmal, Sie haben ja offenbar nicht zugehört, unser Motto, was das Thema Verkehrspolitik in Hessen betrifft, heißt Freiheit statt Bevormundung. Und ich sage es Ihnen hiermit noch einmal. Und weil Sie eben die Mitarbeit in der Enquete-Kommission auch noch einmal zitiert haben, ich will auch da noch einmal drauf eingehen. Wenn ich in der Enquete-Kommission sitze, Herr Bamberger, dann sehe ich bei der CDU immer nur leere Stühle. Und meine Anwesenheit in der Enquete-Kommission ist mit Sicherheit Ihre Anwesenheit in der bisherigen Enquete-Kommission um ein weites Stück voraus. Das zum Thema Verkehrspolitik und Mitarbeit in den ganzen Gremien hier. Vielen Dank. Also, lieber Kollege Bamberger, auch Ihnen muss ich sagen, dass es bei 5-Minuten-Debatten keine Kurzintervention gibt. Aber ich bin jetzt freundschaftlich und teile Ihnen mit, dass Sie noch 1:19 haben. Deshalb dürfen Sie auch, weil Sie noch da sind, auch noch sprechen. Bitte sehr. Die AfD hier in diesem Hause schon wieder mit alternativen Fakten arbeitet, sehe ich mich gezwungen, hier drauf noch einmal zu reagieren. Herr Kollege, selbstverständlich sind die Reihen der CDU in der Enquete-Kommission Mobilität der Zukunft geschlossen. Und wenn ein Kollege letztes Mal krankheitsbedingt gefehlt hat, dann war das die Ausnahme. Dann war das die absolute Ausnahme. Das ist eine Unverschämtheit, dass Sie hier mit Ihren alternativen Fakten meinen, uns hier diskreditieren zu müssen. Das hat doch System bei Ihnen. Und noch was. Die Verkehrswende, Herr Kollege. Herr Lambrou. Ein Moment, Kollege Bamberger. Herr Lambrou, Kollege Lambrou. Moment, Herr Kollege Bamberger. Moment. Seid doch friedlich wieder. Etwas ruhig wieder, alle miteinander. Und der Kollege Bamberger hat noch das Wort. Und dann machen wir weiter. Herr Kollege Gagel, was Sie anscheinend nicht verstanden haben, alle anderen haben es verstanden, überprüfen Sie sich bitte selbst, ob bei einer so großen Vielzahl von schlauen Köpfen Sie falsch liegen oder wir. Die Verkehrswende kommt von unten. Die Menschen, diese über 70.000 Unterschriften, die zeigen doch eindeutig, die Menschen in diesem Land wollen dieses Thema angehen. Und sie wollen es anders angehen, als Sie es angehen. Das ist nicht dirigistisch von oben, sondern es kommt von den Menschen in unserem Land, von den Hessinnen und Hessen in unserem Land. Und das ist Legitimation genug. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bamberger. Leute, es ist 18.46 Uhr, alle wieder ein bisschen friedlicher. Ein paar Übungen gemacht mit den Händen. Und jetzt kommt der Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr, du hast das Wort. Danke sehr, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist keine 2 Stunden her, dass wir schon über das Volksbegehren ausführlich gesprochen haben. Deswegen muss ich da nicht alles wiederholen, was ich gesagt habe, aber auch an dieser Stelle noch einmal meinen Dank an alle, die großes gesellschaftliches Engagement gezeigt haben, der VCD Hessen, der ADFC Hessen, Fuß e.V. in Hessen, die kommunalen Ratentscheide in Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Offenbach. Da haben sehr viele Menschen auch viel Freizeit investiert, und ich wiederhole es auch noch einmal. Für mich ist das ein Rückenwind für die Arbeit, die ich mache. Und die Tatsache, dass jetzt auf einmal alle hier oder fast alle hier Freunde der Verkehrswende sind, zeigt auch, was am Ende doch Menschen erreichen können, die kontinuierlich an einem Ziel arbeiten. Ich will einen zweiten Blick generell mal zum Sachstand, weil wir reden ja hier über die Mitteilung des Landeswahlleiters, ja eine formale Frage, wenn ich das mal so sagen darf. Es gab in der Hessischen Verfassung schon seit 1946 so etwas wie Volksentscheide als theoretische Möglichkeit. Aber wenn man mal die ganze Zeit zurückschaut, da findet man nicht viel.
Ich glaube, das erste war 1966, eine Initiative von CDU und FDP zur Einführung der Briefwahl, die damals die erste Hürde genommen hat, aber an der zweiten Hürde gescheitert ist. Die Briefwahl kam danach trotzdem. Danach gab es das Volksbegehren Startbahn West und viele andere große gesellschaftliche Themen, die sich da auch gezeigt haben. Aber insgesamt ist das jetzt, glaube ich, hier die achte Initiative, die überhaupt in 75 Jahren erstmals gestartet wurde. Und es ist eine Initiative und in dem Fall wirklich nur sozusagen eine der ganz wenigen, die die erste Hürde genommen hat. Auch das, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Dass diese Hürde genommen wurde, das will ich auch noch einmal daran erinnern, das hat auch etwas damit zu tun, dass in der letzten Legislaturperiode die Quoren gesenkt wurden und dass es in Anführungszeichen nur noch 1% der Wahlberechtigten sind, die man braucht. Ich behaupte aber mal, angesichts der Tatsache, dass 70.000 Unterschriften zustande gekommen sind, dann wäre höchstwahrscheinlich auch mit einem entsprechenden Anlauf auch die 2%-Hürde geschafft worden. Aber noch einmal, das ist ja eine Entscheidung der schwarz-grünen Koalition gewesen, an dieser Stelle auch Volksinitiativen zu erleichtern. Und deswegen diskutieren wir auch hier darüber. Das Dritte ist rein formal. Der Landeswahlleiter hat den Antrag der Landesregierung zugestellt mit der Mitteilung, dass die erforderliche Anzahl von mindestens 1% der bei der letzten Landtagswahl Stimmberechtigten erreicht worden ist. Nun steht die Prüfung auf Verfassungsmäßigkeit an und die Entscheidung durch die Landesregierung, ob dem Zulassungsantrag stattgegeben wird oder nicht. Einer Entscheidung über die Frage einer Verfassungsmäßigkeit, die trifft die gesamte Landesregierung, das gesamte Kabinett, dem kann und will ich nicht vorgreifen. Aber auch das ist geregelt. Es wird eine zeitnahe Entscheidung geben, und zwar schon nächste Woche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so steht es nämlich, Herr Gerntke, im Gesetz, und wir halten uns natürlich ans Gesetz. Das Dritte zur inhaltlichen Frage noch einmal, die mir wichtig ist bei der Frage, was ist gesetzlich geregelt oder nicht. Wir setzen sehr, sehr viel von den Vorschlägen der Verkehrsinitiative in der einen oder anderen Form schon um, nicht gesetzlich festgehalten, aber in Richtlinien und Erlassen. Auch das ist ja Teil von Rechtsetzung. Es wird also einfach so gemacht, und die Initiatorinnen und Initiatoren des Volksbegehren wollen das noch beschleunigen. Und deswegen werden wir ins Gespräch gehen mit Ihnen über die Frage, ob man an einer bestimmten Stelle vielleicht auch zusammenkommen kann. Und jetzt nutze ich die Zeit doch noch, die ich habe, ganz kurz, weil da kam ich vorhin nicht zu. Ganz kurz, Stichwort Fußverkehr. Da haben wir nämlich vorhin nicht drüber geredet. Wir haben eingeführt vor 8 Jahren, als wir die AG Nahmobilität gegründet haben, den Nahmobilitätscheck. Und wir haben das ausdrücklich Nahmobilität genannt, nicht nur Radfahren, sondern Nahmobilität. Da gehört auch das Zu-Fuß-Gehen dazu. Und ich kann mich noch erinnern, als wir den Landeshaushalt 2015 besprochen haben hier im Parlament, ich weiß nur nicht mehr genau, ob es Florian Rentsch oder Jürgen Lenders waren, da haben die sich minutenlang hier an diesem Pult lustig gemacht über einen Verkehrsminister, der das Zu-Fuß-Gehen fördern möchte. Die haben sich gar nicht mehr eingekriegt darüber. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass jetzt Stefan Naas sagt, es geht ihm nicht schnell genug. Sie sehen, grün wirkt. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist geschlossen. Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.